Sie sind bunt, sie sind vielfältig und sie haben ein Anliegen. Sie fordern mehr Toleranz. Über 1000 Menschen sind dieses Jahr wieder am Christopher Street Day durch die Duisburger Straßen gezogen. Wer an diesem Tag in der Innenstadt unterwegs ist, der sieht ein ausgelassenes Fest. Doch der Hintergrund ist ein ernster. Weil wir ein Zeichen setzen möchten, dass Mensch Mensch ist und dass es keine Unterschiede gibt, egal wo man herkommt, egal wer man ist, egal wen man liebt. Weil man zeigen muss, dass es immer noch Unterdrückung und dass immer noch nicht Gleichberechtigkeit herrscht und deswegen da man immer noch für kämpfen muss. Und der Hass drängt sich überall auf. Wir müssen für Vielfalt, für Schutz und Sicherheit sorgen und dazu bietet der CSD an, um sich frei in der Welt auszuleben, um das hier zeigen zu können. Weil gerade in der Politik oder ja, in der Öffentlichkeit wird es gerne verdrängt oder schlecht geredet. Und das ist halt falsch. Auch der Namensgeber für den CSD ist ein ernster Hintergrund. Auf der Christopher Street in New York hat es vor mehr als 50 Jahren Aufstände gegeben. Gegen Polizeiwillkür in queeren Lokalen. Heute hingegen muss es zwar nicht mehr so sehr um Widerstand gehen, denn der Spaß soll nicht zu kurz kommen, aber Vielfalt soll sichtbarer werden. Das findet auch Sascha Ronchewik. Ja, weil Vielfalt ist wichtig in unserer Gesellschaft. Das Gegenteil von Vielfalt wäre schlichtweg die Einfalt, das will keiner haben. Aber die Gesellschaft ist vielfältig und queere Menschen leben in Duisburg überall. Die werden halt nur nicht so oft gesehen. Und so ein Tag wie heute, der schafft es auch nochmal, eine Sichtbarkeit zu machen. Ich weiß, mit Zahlen verliert man Leute, aber wir haben, je nachdem, welche Studie man ranzieht, so um die 30.000 bis 40.000 queere Leute in Duisburg wohnen, also Menschen in Duisburg wohnen. Das ist die Größe von so manchen Stadtbezirk. Aber die sieht man nicht. Und diese Sichtbarkeit, die kriegen wir heute hin. Der CSD in Duisburg trägt in jedem Fall dazu bei, Betroffene sichtbarer zu machen. Und das schon seit 20 Jahren. Seitdem hat sich aber auch viel verändert, weiß Christian Karus. Also es hat sich bei uns geändert, dass wir wesentlich größer geworden sind. Also wir wachsen eigentlich jedes Jahr. Aber es hat sich auch in den letzten Jahren eine Akzeptanz in der Bevölkerung verändert zum Positiven. Wir hissen die Regenbogenflagge. Viele Unternehmen hängen die Regenbogenflagge raus, stehen hoffentlich auch hinter dem, was die Regenbogenflagge eben bedeutet. Man merkt schon, dass die Akzeptanz in Großteilen der Bevölkerung größer geworden ist. Wir merken allerdings auch, dass durch Corona diese Akzeptanz wieder so ein bisschen zurückgegangen ist und dass wir doch merken, naja, warum müssen die überhaupt auf die Straße? Es war doch gut, dass die 2 Jahre in der Versenkung verschwunden sind. Und da ist es eben wichtig, dass wir jetzt wieder da anknüpfen, wo wir 2019 aufgehört haben. Auch wenn sich also in den letzten 2 Jahrzehnten schon einiges getan hat, in Sachen fehlender Akzeptanz und Gleichberechtigung sehen viele der Teilnehmenden weiterhin Gründe zu demonstrieren. Doch ob dieser Tag auch für mehr Akzeptanz und Toleranz sorgt, liegt am Ende in der Verantwortung von jedem Einzelnen.